Ja, jetzt geht's aber wirklich los. Als erster Einstieg möchte ich nun Gerhard André nach vorne bitten. Gerhard ist unser Eröffnungs-Keynote-Speaker, weil er nämlich einen sehr spannenden Hintergrund hat. Er ist die ideale Person dazu. Er hat nämlich verschiedenste Hintergründe, die ihn dazu... die Slides sind eingestellt, dass sie immer vorwärts gehen. Jetzt muss ich ein bisschen rückwärts gehen. Er hat einen idealen Hintergrund, weil er ist nämlich schon seit rund 20 Jahren in der IT tätig. Als Gründer der Firma Leap hat er entsprechend da einen wichtigen Beitrag geleistet. Und er ist aber auch als Nationalrat und engagiertes Kernteammitglied von Paradigi sehr aktiv dabei, hat dort entsprechend sich politisch eingesetzt für die Digitalisierung der Verwaltung und wird jetzt heute dazu sprechen. Er war auch lange Zeit Moderator an der IT-Beschaffungskonferenz. Super, dass du heute da bist. Und nun bin ich gespannt, wie uns das Big Picture zeigst. Sorry, immer noch Gerhard ist dabei. Von diesem tollen Thema Beschaffungen und was ist der Paradigmenwechsel. Von dem her wechseln wir jetzt und dann sehen wir gleich deine Open-Source-Slides. Super. Ja, herzlichen Dank. Matthias, guten Morgen, bonjour. Es ist für mich eine sehr große Ehre, heute, meine Damen und Herren, IT-Cracks und IT-Beschaffungsspezialistinnen hier heute vor Ihnen zu stehen. Auf der Bühne kann man nicht recht sagen, eher in der im Graben unten. Ich habe gewissermaßen eine Tellerwäscherkarriere gemacht an der IT-Beschaffungskonferenz. Du hast es gesagt, Matthias, noch bevor ich Moderator war, war ich nämlich einfach ganz normaler Teilnehmer dieser Veranstaltung, eben dann über CH Open dann auch Mitveranstalter. Und heute darf ich tatsächlich diese tolle Veranstaltung mit Ihnen eröffnen, was mich wirklich sehr freut. Ich habe heute eine Geschichte mitgenommen, die mich persönlich motiviert, inspiriert. Ich hoffe, ich schaffe auch Sie ein bisschen zu inspirieren damit. Ich bin nämlich der Überzeugung, und ich werde das Fragezeichen des Titels versuchen wegzuargumentieren. Ich glaube, es gibt einen digitalen Paradigmenwechsel in der Verwaltung. Vor allem schaue ich jetzt hier auf die Bundesverwaltung. Nun, was hat dazu geführt, dass ich überhaupt finde, dass es einen einschneidenden Moment gab? Und ich glaube, ich muss Sie nicht daran erinnern, dass wir mit dem Covid-Lockdown ein Erlebnis durchgemacht haben, quasi weltweit, das uns ziemlich aufgerüttelt hat und das fast die Hinterletzten irgendwie dazu gebracht hat, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Weil wenn man noch teilhaben wollte, wenn man das Geschäft noch irgendwie weiter betreiben wollte, musste man sich irgendwie früher oder später dann mit dem Lockdown, mit Digitalisierung auseinandersetzen. Im Guten wie im Schlechten, die schon ein bisschen weiter waren, für die war das ganz einfach, für andere war das sehr schmerzhaft. Aber was es auf jeden Fall war, es war ein wirklich einschneidendes Ereignis. Nun ist nicht nur die Wirtschaft und die Verwaltung ins Homeoffice gegangen, sondern auch die organisierte Kriminalität. Und so um die gleiche Zeit herum hat man wirklich dann festgestellt, dass Cyberattacken so richtig zugenommen haben. Eben die Angriffsflächen waren auch entsprechend größer, weil so viele sich plötzlich irgendwie behelfsmäßig mit Digitalisierung ausgestattet haben und vielleicht nicht die nötige Kompetenz dazu hatten und eben auf der anderen Seite eine gegroundete Kriminalität, die dann eben auch aus dem Homeoffice neue Businessmodelle entwickelte. Und da gab es dann eben ganz desaströse Schlagzeilen. Sie brechen leider immer noch nicht ab. Hier das Beispiel von Roll nur exemplarisch als eine der Gemeindeninstitutionen, die massiv eben von einer solchen Attacke dann quasi gelitten hat. Also es ist so etwas wie eine Cybercrime-as-a-Service-Industrie entstanden, wo ich mit ein paar Klicks ganz einfach und bequem ich eine Attacke mir beschaffen kann und auf jemanden losgehen kann. Also wirklich auch ein bemerkenswerter Trend und insbesondere für die Schweiz vielleicht von besonderer Bedeutung, weil gerade bei Ransomware-Attacken, bei Erpressungsfällen ist es offenbar in der Schweiz relativ lukrativ, weil man eben sehr viele zahlungskräftige, gute KMUs hat, die offenbar dann eben auch mal das Portemonnaie öffnen können, um sich zu befreien. Also wir sind dann in einer speziellen Situation aus verschiedenen Perspektiven. Dann haben wir auch ein paar Schlagzeilen immer wieder lesen müssen, auch hier exemplarisch meine Impfungen, aber das ist wahrscheinlich die
inkontinente Datenbank, die am meisten durch die medialen Gassen geschleift wurden. Aber es ist wirklich für mich ein bedeutendes Beispiel eben von problematischen Plattformen mit Datenbanken, mit Online-Portalen, die einfach nicht dem technischen Stand entsprechen, wo die nötige Sorgfalt eigentlich einfach nicht angebracht wurde und am Schluss dann eben sehr sensible Daten verloren gehen. Und das ist, wie gesagt, nicht das einzige Beispiel. Wir hatten einige, wenn nicht viele, solche andere Beispiele. Sei das in der Privatwirtschaft, aber auch in der Verwaltung. Dann hatten wir mitten in der Pandemie als erste wahrscheinlich und wohl einzige Stimmbevölkerung die Möglichkeit, uns demokratisch über Digitalisierung, über behördliche Digitalisierung zu äußern mit dem EID-Referendum. Das war eine ziemlich intensive Angelegenheit, wie ich finde. Natürlich auch für mich persönlich, weil ich mich da etwas ins Zeug gelegt habe in der Kampagne. Aber ich fand diese Auseinandersetzung, die etwa 3 Monate vor März 21 dann so sehr beeindruckend, weil einfach eine wirklich aufklärerische Diskussion hat stattfinden können mit der Bevölkerung, was eigentlich Digitalisierung soll, was auch für ein Unbehagen da ist und was man eigentlich auch für Erwartungen hat an einen modernen Staat im 21. Jahrhundert. Das Verdikt, dass fast 65% Nein gegen diese Behördenvorlage war, ein gewichtiges Zeichen der Stimmbevölkerung für eben eine Digitalisierung, die eben auch hoheitlich wahrgenommen werden wird und nicht nur durch Private. Das war wahrscheinlich eines der wesentlichsten Argumente. Und diese Auseinandersetzung, wie gesagt, auch in den letzten 2 Jahren stattgefunden. Dann würde ich behaupten, hat über die letzten 2-3 Jahre so dieser Begriff der Souveränität, der Selbstbestimmung im Internet irgendwie an Fahrt aufgenommen. Und eigentlich ist der Grund oder die Quelle des auf der einen Seite Komforts und wahnsinnig neue, coole Apps und Dienstleistungen, auf der anderen Seite eben bedient durch eine Handvoll großer Player. Und um das ein bisschen zu illustrieren, habe ich dann einen Auszug aus Wikipedia genommen, um einfach ein bisschen die Dimensionen zu verdeutlichen. Mal abgesehen von der ersten Zeile, Petrochina war die erste Firma, die diese $1 Trillion Marktkapitalisierung erreicht hat vor etwa 15 Jahren. Was ich aber beeindruckender finde, sind die nächsten Firmen. Also einfach, dass man sich das von der Marktkapitalisierung sich irgendwie mal vergegenwärtigt. Apple, das wohl prominenteste Beispiel, hat diesen Januar 3.000 Milliarden Marktkapitalisierung erreicht. Also ganz Frankreich mit dem Bruttoinlandprodukt kann ein Jahr lang arbeiten und kommt nicht an den Marktwert eines einzelnen Unternehmens. Und das ist irgendwo dieses Malaise, das die Menschen da draußen, uns, mich und auch Unternehmen immer stärker in eine Situation versetzt, wo man irgendwie das Gefühl hat, man ist da komplett ausgesetzt, Kräften, denen man fast nichts entgegensetzen kann. Und diese Diskussion, finde ich, hat in den letzten 2-3 Jahren wirklich an Fahrt aufgenommen, war natürlich auch ein Thema bei der EID-Abstimmung. Gut, das sind so ein bisschen, würde ich mal behaupten, ein paar einschneidende Dinge, die passiert sind in den letzten Jahren, die ein bisschen automatisch zu neuen Tugenden geführt haben oder die sich dann eben aufgedrängt haben aus verschiedenen Gründen. Und ich möchte da ein paar Themen nehmen, die ich finde, die eben aus diesen Schocks oder aus dieser Situation heraus plötzlich irgendwie etwas wieder in Mode oder in Trend oder vielleicht sogar zum Standard erhoben wurden. Und ich möchte als erstes natürlich eines meiner ganz lieben Themen, das Thema Open Source oder Public Money, Public Code. Ich mag eigentlich diesen Claim, wo das ein bisschen auf den Punkt bringt, wenn der öffentliche Hand Geld ausgibt, soll sie doch die Quelle, die da entwickelt wird, auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und da ist natürlich ein sehr schönes Beispiel für mich das Covid-Zertifikat. Ich werde diese App noch ein paar Mal strapazieren, weil ich es ein gutes Beispiel finde, um Dinge ableiten zu können. Und zwar Open Source war beim Covid-Zertifikat ein wesentliches Element, um der Bevölkerung, die sehr sensibel war bezüglich Daten, Tracing, Profiling etc., es war wichtig, mit Open Source zu zeigen, was dieses Zertifikat auch wirklich tut. Also die Vertrauensbildung war eigentlich möglich, eben genau durch das Öffnen der Quelle. Und auch der Sicherheitsnachweis, man konnte das anschauen gehen und das wurde auch auf Herz und Nieren geprüft, sei das institutionell oder auch einfach von Leuten, die sich dafür interessiert haben.
Open Source war aber auch eine ganz gewichtige Angelegenheit, um dieses Covid-Zertifikat in dieser Schnelligkeit auf den Boden zu bringen. Also das heißt, ganz, wie soll ich sagen, das einfach beziehen können, einfach nehmen aus dem Regal, was Open Source zur Verfügung steht, das macht natürlich viele Prozesse viel einfacher, als wenn eben auf proprietäre Systeme gesetzt werden würde. Also die Frage der Geschwindigkeit ist eben auch sehr stark eine, die im Zusammenhang mit Open Source gesehen werden kann. Und dann, das finde ich wirklich ein wahnsinnig schönes Beispiel, das sagen wir Open-Sourcer immer wieder, das ist doch toll, wenn wir gemeinsam co-kreieren und voneinander profitieren. Die Österreicher haben ihren grünen Pass, wie der da offenbar hieß oder heißt, auf der Basis von Covid, des Covid-Tracing-Apps aus der Schweiz gemacht. Wie das dann in den Details genau ausgesehen hat, das weiß ich nicht. Aber wichtig ist eben, dass hier irgendwo man sagen kann, das ist öffentliches Gut, nehmt doch, wir werden gemeinsam Besseres verlieren. Nirgendwo irgendjemand etwas. Und so wie ich gehört habe, könnte es sich ergeben, dass jetzt von Österreich was in die Schweiz fließt, aber da kann ich weiß nicht, was man darüber erzählen darf, aber auf jeden Fall geht dieses hin und her und ich finde das spannend eben bei Open Source, dass diese Mehrfachnutzung eigentlich das Maximieren des Steuerfrankens, der Wirkung des Steuerfrankens eigentlich eben wirklich verwirklicht werden kann. Gut, das ein bisschen zu dem Themenkomplex Open Source und eben Mehrfachnutzung, Austauschbarkeit. Das nächste Thema, finde ich, hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen konkretisiert und eben auch dingfest gemacht, dass eine Applikation plötzlich überschaubar wird. Es wird nicht ein Riesenmoloch, es ist etwas, das man irgendwie benennen kann und in irgendwie einen überschaubaren Rahmen eben setzen kann und interoperabel ist. Und natürlich wieder komme ich mit dem Covid-Zertifikat. Und hier finde ich doch schon beeindruckend, dieses von Auftrag bis Ausrollen an eine Millionenbevölkerung, das ging wenige Monate und es war sehr klar, was der Nutzen ist, es war sehr klar, wie man das eben tun kann und es war auch möglich von der Geschwindigkeit her beschaffungsmäßig, weil auf Komponenten gesetzt wurde, die eben auch einfach frei verfügbar waren. Das ganze Ding ist auch portabel, also dass man Funktionalität an einem Ort dann eben auch integrieren kann an einem anderen Ort. Also es gab zum Beispiel Ticketing-Apps, die die Covid-Funktionalität, die Covid-Zertifikat-Funktionalität in die hauseigene App eingebaut haben. Auch solche Dinge finde ich wahnsinnig spannend, wenn es darum geht, um das Verzahnen zwischen Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, dass man da einfach die Mittel zur Verfügung stellt. Und natürlich eines meiner Lieblingsthemen, das Thema der Schnittstellen, der APIs, dass die Funktionalität eben auch maschinenles- und steuerbar ist, auch das etwas, das sich so ein bisschen aufgedrängt hat, die letzten Jahre und doch immer wieder stärker eigentlich zu einem Trend wird. Obligat natürlich immer zu erwähnen hier, dass schon lange im Betrieb seiende GeoAdmin die API von SwissTopo, das ich nach wie vor ein sehr schönes Beispiel finde. Gut. Und dann dieses Thema dezentral und datensparsam, das doch etwas ein bisschen aufgepoppt ist, vor allem zu Beginn der Pandemie mit der Swiss Covid App. Auch da große Befürchtungen, was machen diese Apps, wo werden da Daten gespeichert, was macht der Staat mit, wie verfolgt der mich? Und da war doch Swiss Covid ein sehr spezieller, ein schöner Case, wie ich finde, weil eben genau diese Diskussion da bis runter aufs Betriebssystem geführt wurde und etwas entstanden ist, das, wie ich finde, wirklich ein Meisterstück ist, technisch ein sehr großer Erfolg, die Swiss Covid App, die eben dezentral wenig Daten speichert, also sehr datensparsam und dezentral ist, also Attacken groß angelegt, das sind einfach nicht möglich, aus architektonischen Prinzipien quasi vermeidbar. Was ich auch ganz spannend finde, und ich glaube, das ist ein bisschen ein Revival, auch vielleicht wegen einem EID9, die Co-Kreativität, also gemeinsam Dinge entwickeln, damit dann vielleicht auch die Akzeptanz später, wenn es auch beim Legiferieren drum geht, wie da der Ball dann aufgenommen wird, ist eben wichtig, dass einbezogen wird, nicht nur Interessen, sondern auch Wissen und Perspektiven. Und auch da fand ich schon sehr beeindruckend, als der Bundesrat dann entschieden hat, beim EID-Projekt, das letzten Frühling da dann losgetreten wurde, nach
der Abstimmung gegen das EID-Gesetz gab es ja diese Neuauflage. Und da hat der Bundesrat, Karin Keller-Sutter, allen voran, hat entschieden, wir machen jetzt einen inklusiven Prozess. Und das finde ich doch auch sehr bemerkenswert. Es gibt auf Git, auch das spricht Bände, auf GitHub gibt es ein Forum, wo man asynchron diese Diskussion führen kann, wie eine solche EID künftig auszusehen hat. Da hat es viele interessante Diskussionen, viele Inputs. Und das Bundesamt für Justiz organisiert, glaube ich, fast monatlich auch noch Online-Meetings, Hearings, wo man sich einklinken kann. Da sind ziemlich viele Leute dabei in der Regel. Ich war auch schon da. Und das finde ich doch wirklich bemerkenswert, diese Inklusion und die Wahl der Tools, die da einem zur Verfügung gestellt werden, als eben als Techie finde ich das natürlich wahnsinnig cool. Und das noch aus dem Bundesamt für Justiz, wo jetzt nicht gerade verdächtig ist, vielleicht mit solchen Tools sich da zu beschäftigen. Also ich finde diese Inklusion von diesen Stakeholder-Interessen, aber eben auch Stakeholder-Wissen, finde ich eine gewichtige Sache für die Zukunft. Nun, so ein bisschen, was passiert ist, was daraus gefolgt ist. Parallel hat natürlich die Politik auch immer mal wieder etwas in die Landschaft gerufen und es gab da verschiedene Themen. Ich komme jetzt mit der API-Geschichte, etwas eigentlich Natürliches. Da gibt es aber die Forderung aus dem Parlament, das systematisch zu machen und zu sagen, es braucht in der Bundesverwaltung so etwas wie eine API-First-Strategie. Das heißt, alle digitalen Tools, alle digitalen Plattformen, die da beschafft werden sollen, sollen grundsätzlich Maschinen les- und steuerbar sein, dass diese Dinge eben miteinander können und nicht irgendwie in magischen, monolithischen Boxen da etwas passiert, wo man eben nicht recht rankommt. Also diese Interoperabilität über Schnittstellen ist auch eine Forderung, die völlig unbestritten durch das Parlament gegangen ist. Diese Motion wurde überwiesen im 2021, genau war das. Gut, dann, ohne da hier allzu viel Eigenwerbung zu machen, aber die Geschichte des EID-Referendums hat dann dazu geführt, weil alle, zumindest mit denen ich gestritten habe oder mit denen ich mich verbündet habe, alle hatten gesagt, wir brauchen eine EID, wir wollten einfach nicht dieses Gesetz. Wir haben dann schon ein paar Tage vor der Abstimmung, als wir gespürt haben, dass wir ein Nein geben, haben wir einen neuen Vorstoß ausgearbeitet. Wir sind quasi auf unsere unterlegenen Kolleginnen und Kollegen zugegangen und konnten dann 3 Tage nach der Abstimmung ein neues Projekt aufgleisen. Alle Fraktionen hatten Mitglieder, die diese Motion in gleichem Laut einreichen konnten. Das heißt, ich konnte dann einen Stapel mit 6 Motionen mit dieser Forderung für eine vertrauenswürdige staatliche EID einbringen. Und das finde ich also rein von der parlamentarischen Arbeit eine schöne Geschichte, aber natürlich jetzt auch, finde ich, für uns als Land, das ist ein wichtiges Element, auf das wir mittelfristig zählen müssen und natürlich auch wollen. Dann das Thema der Swiss Cloud, dieser Begriff, der kurz aufgeflammt ist, dann etwas abgestorben und jetzt wieder ein bisschen ein Revival erfährt. Da gibt es auch eine parlamentarische Initiative meiner ehemaligen Kollegin Mohe, Isabelle Mohe aus dem Kanton Waadt, ist mittlerweile Regierungsrätin, die in einer parlamentarischen Initiative fordert, dass es so etwas wie eine souveräne Infrastruktur gibt für Anwendungen in der Schweiz, für behördliche, für NGOs, für Organisationen wie ein IKRK, wo man irgendwie sagen muss, es gibt da Grenzen, wo man hin kann mit dem und die Schweiz hat da ein paar Karten zu spielen. Also diese Frage der Swiss Cloud ist jetzt im Parlament irgendwo institutionalisiert mit dieser parlamentarischen Initiative. Ich habe die auch mit unterschrieben. Wir werden dann sehen, wie das jetzt weitergeht. Das ist noch nicht allzu alt. Dann auch die Idee, Cybersecurity etwas aufzurüsten, die Idee eines Bundesamtes für Cybersicherheit, auch das eine Idee, eine Forderung, die das Parlament schon artikuliert hat, respektive es gibt Vorstöße dazu. Und ich würde behaupten, das, was die Politik macht, ist irgendwo ziemlich kompatibel mit dem, wie uns die Verwaltung antwortet, wenn wir Vorstöße machen, was die Verwaltung von sich aus tut. Ich habe das Gefühl, wir sind ziemlich gleich auf. Beispielsweise, ich komme zurück auf die API-Geschichte. Der Bundesrat hat diese API-First-Strategie beschlossen. Das wird sich jetzt da irgendwie noch operationalisieren müssen. Also diese Erfüllung dieser Motion, die steht noch aus. Aber auf jeden Fall ist der Wille da, eine solche Schnittstellenstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Unter anderem eben, um interoperablere Systeme zu erhalten, um
Anbieterabhängigkeit zu reduzieren und vielleicht dann eben auch ein Ökosystem zu schaffen mit vielen kleineren Applikationen und eben nicht diesen monolithischen Dingen, die zwar auf den ersten Blick attraktiv aussehen, aber auf lange Frist dann eben immer wieder zu Problemen führen, insbesondere was Abhängigkeiten anbelangt. Dann bei der EID da, ich hatte da ein bisschen die Befürchtung, dass es, auch wenn das Parlament jetzt wieder loslegen will mit einer EID im März des letzten Jahres, hatte ich ein bisschen Respekt davor, dass der Bundesrat nicht will, weil Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat während der Kampagne klar gesagt, wenn ihr dieses Gesetz nicht nehmt, dann gibt's nichts mehr Neues, wir machen nichts mehr. Und da habe ich ein bisschen gebibbert, aber weil eben so viele Motionen, weil diese Sechsfachforderung quasi gekommen ist mit einem ziemlich deutlichen Auftrag und Zeichen, war ich dann schon sehr erfreut, dass eben das Bundesamt für Justiz, das EOPD Karin Keller-Sutter den Ball hat aufgenommen und dann sehr schnell vorwärts machen wollte. Und das fand ich wirklich eine sehr erfreuliche Angelegenheit. Dann das Thema der Swiss Cloud oder Bund Cloud oder Swiss Government Cloud. Das gibt dann noch ein paar Namen. Ich glaube, das Ding ist noch nicht definitiv benannt. Auf jeden Fall eben die Frage, das braucht es so etwas wie ein Bundesblech, das souverän betrieben werden kann, soll und muss. Also die Notwendigkeit scheint mir mittlerweile gegeben und auch nicht mehr wirklich bestritten. Die Frage ist ein bisschen, wie man das umsetzt. Was ich bis jetzt vernehme, insbesondere vom Bundesamt für Informatik, stimmt mich mal zuversichtlich. Da gibt es einige Fragen, die große Fragen, die noch zu beantworten sind. Also Stichwort die Atlantica Cloud, die das BID ja heute schon hat und schon heute schon betreibt und eben weiterentwickeln wird. Aber irgendwo, was ich höre aus der Verwaltung, könnte das durchaus kompatibel sein, was auch vom Parlament her kommen könnte. Aber das ist noch ziemlich ausgangsoffen. Das Thema des Aufrüstens, ein militärischer Begriff, der mir eigentlich nicht so passt. Aber ja, es ist ein Aufrüsten in Cybersicherheit. Die Frage nach dem Bundesamt für Cybersicherheit, das wird aus dem NCSC, dem Zentrum heute, das wir schon kennen für Cybersicherheit, ein Bundesamt machen. Da war die Antwort auf meine Interpellation Ende letztes Jahr noch sehr verhalten, aber schon ein paar wenige Monate später hat dann Uli Maurer an den Cybersecurity Days in Freiburg die Katze aus dem Sack gelassen. Ja, der Bundesrat will ein Bundesamt für Cybersicherheit. Auch da, glaube ich, wird das Parlament sicher mithelfen. Die Frage ist jetzt noch ein bisschen, wie viel, wo ist zivil, wo ist militärisch, wo gibt es da eine Grenzziehung? Ich habe natürlich einen Hang zu viel zivil, weil Cybersicherheit ist natürlich auch ein ganz stark ziviles Thema. Aber auch da wird einiges gehen und wie gesagt, ich würde behaupten, ziemlich synchron mit dem, was das Parlament will. Zumindest im Moment. Ich bin auch immer sehr optimistisch, dass es gut kommt, was nicht heißt, dass es auch so sein wird. Gut, dann gibt es noch eine andere Vorlage, die ich sehr spannend finde, nämlich dass das MBAG, ein bisschen ein Zungenbrecher, dieses Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben. Ich finde das deshalb ein wichtiges Gesetz, weil da drin Open Source und Open Data doch nochmal einen gewichtigen Schub bekommt und eigentlich zum Standard werden wird. Es gibt jetzt noch ein bisschen Nuancen, wie man das dann im Gesetz formuliert. Das Parlament ist sich im Moment da drüberbeugen. Der Ständerat ist schon durch, jetzt ist noch der Nationalrat dran. Mal schauen, was da rauskommt. Aber das ist eine gewichtige Geschichte. Aber im MBAG drin ist auch noch etwas anderes, das ich wahnsinnig spannend finde, nämlich diese Idee der Sandbox, dass man in einem abgesteckten Rahmen Dinge ausprobieren kann, ohne dass die gesetzliche Grundlage schon da ist. Also wir werden künftig hoffentlich auf dieser Gesetzesgrundlage Dinge ausprobieren können und parallel legiferieren können und aus einer agilen Perspektive ist das natürlich sehr vorteilhaft, weil wenn man im Voraus alles legiferieren muss und dann erst in die Entwicklung geht, dürfte der Planet schon ein paar Mal zu viel gedreht haben und man ist dann irgendwie neben den Schuhen oder wie man das dann auch immer nennen möchte. Und ich finde diese Idee der Sandbox, des Ausprobieren-Könnens, finde ich eine spannende Geschichte und natürlich eben Open Source, Open Government Data, große, wie ich finde, Erfolge für diese Bewegungen, die ich zivilgesellschaftlich, wirtschaftlich unheimlich wichtig finde. Gut, auf was will ich hier ein bisschen hinaus? Ich habe behauptet, es gab ein paar einschneidende Ereignisse, die uns zu
Tugenden geführt haben, etwas automatisch. Wir haben Forderungen aus der Politik und ich denke, die Verwaltung ist ziemlich synchron mit dem, was die Politik auch will. Ich glaube, wir sollten uns hinarbeiten an so etwas wie ein Ökosystem der digitalen Verwaltung. Und zwar ein Ökosystem digitaler Verwaltung, zusammengesetzt aus vielen kleinen Einzelteilen, die interoperabel sind, die überschaubar sind, die managebar sind, die austauschbar sind, als Teil eines Open-Source-Ökosystems. Ich hätte am liebsten, das ist jetzt ein bisschen meine Weitsicht-Vision, irgendwas wie den digitale Verwaltung-Kernel, ein Ding, wo man dran baut, wo man sich einklinken kann, weiterentwickeln kann und eben die Basis ist eigentlich eines digitalen Betriebssystems der öffentlichen Verwaltung. Ich denke, wir sollten dahin auch, weil wir uns ausstatten müssen mit Optionen, hier deshalb auch dieses Bild der ganz vielen Schattierungen an Dingen, die wir brauchen künftig, von denen wir heute einfach noch gar nicht wissen, was die Anforderung sein wird. Also wir müssen uns ausstatten mit Optionen, wir müssen uns ausstatten mit einem Ökosystem, das einfach zugänglich ist und eben interoperabel und natürlich Open Source. Ich weiß, das ist ein Longshot und es gibt noch ganz viel anderes, das überhaupt nicht da ist und heute wahrscheinlich eher der Standard ist. Aber ich denke, wir kommen nicht darum herum, uns Gedanken zu machen in der öffentlichen Beschaffung, was der Beitrag ist an eine Digitalisierung, die uns irgendwo etwas selbstbestimmter macht, weniger abhängig von Interessen, auf welche wir keinen Einfluss haben. Diese Dinge werden koexistieren. Es ist nicht so, dass es nur das eine geben wird, aber es wird garantiert sicher eben dieses souveräne Ökosystem brauchen. Gut, ich komme zu meinem Fazit. Ich würde behaupten, entgegen dem Mantra, das da immer wieder durch die Gassen gejagt wird, die Verwaltung und das Parlament können nicht Digitalisierung. Ich behaupte doch, wenn sie nur wollen, wenn wir gut zusammenarbeiten, dann geht das durchaus. Und für mich waren eben gerade die letzten 2-3 Jahre doch beeindruckend und ich würde behaupten, so etwas wie ein Hoffnungsschimmer, dass wir da wirklich ja, dieses Klischee etwas abbauen können, von wegen die öffentliche Hand könne Digitalisierung nicht und das Parlament schon gar nicht. Wir arbeiten dagegen, respektive dafür, dass es besser wird. Ich würde behaupten, das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik ist essentiell und erlebt vielleicht gerade etwas ein bisschen ein Revival. Wir haben Top-Hochschulen, wir haben Top-KMUs, wir haben eine Zivilgesellschaft, die engagiert ist, wir haben ein gutes politisches System. Wir sollten von dieser Tatsache nutzen und einfach das Beste rausholen, weil ich glaube, die Bedingungen, die wir haben, sind eigentlich wirklich optimal. Und für dieses Zusammenspiel setze ich mich ein und ich hoffe wirklich, dass das ein bisschen zu einem Revival wird, auch eben wegen den Geschichten, die hinter uns liegen, wie beispielsweise das EID-Gesetz. Und ich würde behaupten, wenn wir unsere Tugenden etwas aufdatieren, von denen ich gesprochen habe, also mehr Open Source, mehr Interoperabilität, mehr Portabilität, mehr Dezentralität, Datensparsamkeit, mehr Co-Kreation. Ich glaube, ich habe sie fast alle aufzählen können. Ich bin überzeugt, wenn wir diese anwenden, dann kriegen wir mittelfristig, langfristig ein resilienteres, dezentrales, digitales Ökosystem. Und damit hätte ich geschlossen und ich bedanke mich herzlich.